So, Nordteil des Mondes, Sinus Iridium. Erfüllen wir den 4K. Ja, also ISO 1250, 125 jetzt. Verschlusszeit, wir sind also bei ungefähr F30, also das ist auch nicht so wenig. Und ich bewege jetzt einmal das Teleskop, ich fahre mal langsam runter. Spur schneller. Da geht es dann über den Mond rüber. Dann geht es runter. Das ist ein Alpental, da sieht man da einen Bereich. Das Ganze halt in 4K. Es geht recht schön, man sieht das wie gestochen scharf. Und ja, ich denke halt, es gibt einen ganz netten Eindruck vom Mond wieder. Wir sehen das jetzt bei 12.000 mm Brennweiten. Das ist halt auch wirklich schon eine schöne Zahl. Ich gehe dann ein bisschen rein. Da sehen wir jetzt den dunklen Bereich tauchen, dann einmal Krater auf. Siegen ist nach wie vor gut. Und ich bewege das Teleskop nochmal Richtung Süden. Und fahren wir dann ein bisschen nach oben. So. Also das ist der Blick in 4K bei 12 Meter Brennweite, 12.000 mm Brennweite. Ich glaube, das ist schon ganz nett. Also. Und ich gehe die Mikron ganz langsam. Wir kommen jetzt dann zum Südbereich vom Mond. 125 Verschlusszeit. Das Handy. Immer wieder Focus Peaking halt. Und jetzt gehen wir dann auf. So, jetzt haben wir echt den Terminator mit abgefahren in 4K. Das schaut halt wirklich sehr interessant aus. Und ja, also überrascht, dass es so gut geht.